Mal ein paar Denkanstöße mal wieder geben lassen und außerdem interessiert mich da die Thematik Herzlichkeit. Wir garantieren Ihnen, dass niemand unsere Gastfreundschaft zu einem anderen Preis erhält als Sie. Für uns ist Rabat eine Stadt in Marokko. Und es gibt keine Ausnahme, auch nicht für Großkunden. Ich bin positiv überrascht, kann ich auch sagen. Es ist eine tolle Atmosphäre, super Vorbereitung, sehr interessante Vorträge. In der Herzlichkeit steckt am Ende des Tages auch ein ganz hartes Geschäft, nämlich dass Sie sich das leisten können und Ihr Unternehmen in diese Richtung nach vorne entwickeln. Das bringt mich eigentlich auch schon zu meinem Kernsatz. Ich glaube, Herzlichkeit ist auch ein Stück weit Wettbewerbsdifferenzierung. Sie haben oft Partner, die sagen, okay, bis hierher und nicht weiter, aber wir sagen, wir gehen da gerne mit ihren Weg weiter. Und so wie man bei Trailblaze sieht, ist es einfach nur eine Erfolgsstory, die ja, für beide Seiten eigentlich ein gegenseitiges Wachstum und Know-how-Transfer bedeutet. Und das sind eigentlich diese Partnerschaften, die wir sehr, sehr gerne haben, weil nur so kann es funktionieren. Und ich sage halt, so wie ein Unternehmen ausstrahlt nach außen, was es für Arbeitsplätze bietet, was es für ein Umfeld, so wird es auch wahrgenommen. Man konnte ein tiefes Themenspektrum auch wahrnehmen und von daher war die Erwartungshaltung schon relativ groß. Und ich kann zumindest sagen, also die Erwartungshaltung ist mindestens bestätigt, wenn nicht sogar übertroffen worden. Ganz konkret denke ich, dass wir schon versuchen, das Lächeln mitzunehmen. Und das ist ein Projekt, wo wir ganz stolz sind, dass wir das auch gemacht haben, um uns genau vom Wettbewerb zu differenzieren. Und ich möchte aber sagen, ohne Sie hätten wir das so auch hier nicht geschafft. Und da wollte ich einfach nochmal meinen Dank weitergeben. Und vielen Dank für den netten Award. Dankeschön. Ich nehme viel für mich und für mein Arbeitsleben mit. Amor Gummiband GmbH. 1000 Stück Kondome. Familienpackung. Was? Was ist das? Die haben die falsche Farbe geliefert. Das ist Naturfarben. Das passt überhaupt nicht zu meinen Augen. Das beißt sie total. Hören Sie mal. Sie haben da meiner Frau. 1000 Pariser geschickt. Sie, sagen Sie mal, haben Sie das vielleicht schon öfters gemacht? Geben Sie mir mal bitte Ihre Rechnungsnummer. Was läuft auf Ihre Nummer? Ja, ich glaube, so gleich, da läuft eine Nummer. Was ist nicht das? Das geht's doch nicht. Wo sind noch mal 1000 Pariser?